Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Witcher 3 The White Hunt. Wir haben im vorherigen Part ja schon ein bisschen hier Ciri und Jennifer sowie Vesemir kennengelernt. Warum auch immer Rittersporn schon drin steht, weiß ich auch nicht. Nun, wir haben uns ja dazu entschieden, beziehungsweise ich, dass wir Cirilla und Jennifers Dokumente hier mal kurz durchlesen, weil das eben zwei Charaktere sind, über die man noch kaum was weiß und eben das meiste über die Bücher sich in Erfahrung bringen sollte, müsste, in Anführungszeichen, um alles verstehen zu können. Allerdings, um das Spiel zu spielen, braucht ihr es nicht. Wie gesagt, im Glossar findet sich alles. Cirilla, Fiona, Elaine, Rhiannon. Was kann ich über sie sagen? Zumindest, dass sie einen verdammt langen Namen hat. Das Spitzname Ciri ist, dass sie 1251 geboren wurde. Das ist ihr aschblondes Haar, ja genau. Sie läuft da rum im Partnerlook mit Geralt. Und eine Narbe auf der Wange hat. Das ist alles wahr und das ist die Cirilla, die ich am besten kenne, die ich vor all den Jahren zum ersten Mal sah und die nun zwar nicht ganz normal erscheint, aber gewiss nicht so außergewöhnlich, wie sie ist. Denn Cirilla ist auch eine ausgezeichnete Hexerin, Erbin mehrerer Throne, die letzte Trägerin des älteren Bluts, eine mächtige Quelle mit außergewöhnlichen magischen Talenten und die Herrin der Zeit und Welten. Angesichts dessen scheinen Details wie ihre Haarfarbe und ihr Geburtsdatum doch recht nebensächlich. Ich könnte euch erzählen, dass sie Geralts Adoptivtochter ist, aber das wäre grob vereinfachend. Ciri ist viel mehr. Sie ist ein Schicksal, sein Überraschungskind mit den unauflöslichsten Fesseln des Schicksals an den Hexer gebunden. Nach uralter Hexertradition brachte Geralt Ciri nach Kaer Morhen, als sie in seine Obhut kam. Dort unterwies er und Vesemir sie in der Kunst des professionellen Monstertötens. Zu dieser Zeit offenbarten sich ihre magischen Talente und es wurde klar, dass Ciri eine Quelle war. Ciris Gabe erwies sich ebenso sehr als Fluch. Ah, dachte ich, der Satz geht weiter. Ebenso als Fluch. Sie würde eines Tages der Grund sein, dass sie sich vor der Welt würde verstecken müssen. Auch vor Geralt. Interessant. Wahrscheinlich ein Vorgeschmack zu dem, was uns erwarten wird. Jennifer von Wengerberg. Der Hexer hatte die schwarzhaarige Zauberin vor gute 20 Jahren zum ersten Mal gesehen. Ihre Freundschaft und Gefühle füreinander entstanden in einem gemeinsamen Abenteuer mit einem Genius und einem Wunsch, der Geralt gewährt wurde und der ihr Schicksal unzertrennlich miteinander verband. Seit dieser Zeit erlebten sie eine ziemlich stürmische Beziehung, mit vielen Höhenpunkten und Tiefen, Krisen und Trennungen. Geralts und Jennifers Liebe scheint der Beweis dafür zu sein, dass sich Gegensätze anziehen. Vor einigen Jahren waren die beiden nach langer Trennung mit vielen Abenteuern wieder zusammengekommen. Ihre Zweisamkeit wurde jedoch durch die wilde Jagd gestört, die Jennifer gefangen nahm. Der Hexer brach sofort zu ihrer Rettung auf, verlor dabei aber seine Erinnerungen. Als er sein Gedächtnis wiedererlangt hatte, machte er sich sofort erneut auf die Suche nach seiner geliebten Zauberin. Nun gut, haken wir das mal noch ab. Da haben wir jetzt Menü-Umschaltungen in die Alchemie. Ach du Scheiße, gibt's da viel Zeug. Oh, okay, das wird lustig. Immer noch Alchemie. Mutagene können wir uns selbst herstellen, aus kleineren Mutagenen. Okay, cool. Bomben, Tränke, natürlich wieder der Schwalbentrank dabei. Aber ein neues Symbol hat er bekommen. So, was haben wir jetzt? Die Weltkarte. Wir befinden uns hier gerade in Kaer Morhen. Okay, das scheint noch eine kleine, eigeninstanzierte Weltkarte zu sein. Ja, lediglich Kaer Morhen. Allerdings schon mit ein paar wohl zu bereisenden Dingen. Und hier können wir auch zu Booten. Werden angezeigt. Sehr schön. Hier haben wir jetzt unsere Quest. Alles ganz recht aufgeräumt, würde ich behaupten, sieht das aus. Und hier zum Charakterbaum, da kommen wir auch später zu. Meditieren gibt es jetzt auch wieder hier rum. Meditation, Doppelklick, um Uhrzeit festzulegen. Ja. Doriel und Bestiarium, da haben wir noch gar nichts. Was ein schlechter Hexer. So, legen wir mal weiter los. Klettern, klettern, wir sind gerade mit Ciri auf der kleinen Jagd zum Übungsgelände. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Deutlich. Oh. Selbst das hat uns schon Schadenspunkte eingebracht. Sehr schlecht. Na komm, Kleine. Wir werden dich jetzt doch wohl nicht überholen.
gewonnen. Deine Beine sind länger. Ich werde es dir schon zeigen. Ich muss nur noch wachsen. Na, dann wachst du mal. Ich schaue mir das Ganze hier mal an. Ach, da unten soll es hingehen. Deswegen wird uns auch rechts angezeigt, wir sollen da runter hin. Ah, da ist es kurz stehen geblieben. Aus und an. Was mit dem Hebel? Den können wir nicht benutzen. Wo geht's denn da raus? Was? Ah, das ist für die Zugbrücke, glaube ich. Ja, das macht Sinn. Hängt da hinten was? Tatsache. Okay. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris, sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Du hättest sagen können, dass du die Übung gemacht hast, als Wesemir geschlafen hat. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Ich glaube, Grundlagen wäre besser. Fangen wir mit den Grundlagen an. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Zieh das Schwert, Geralt. Der Kampf. Gerüstete Ritter, ätherische Erscheinungen, knochenknackende Riesen, Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug der Hexer sind ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide, eins aus Silber gegen Monster. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie. Die sogenannten Zeichen sind nicht so mächtig wie die Zauber von Magiern, können aber rasch mit Gesten einer Hand gewirkt werden. Sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen, mächtige Tränke, Klingenöle und Bomben herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchsetzen zu können. Ziel markieren. Okay. Das ist halt nur, schnelle Hiebe. Dass ich den jetzt im Fokus habe. Den kann ich ja wieder ausschalten. Dann kann ich die Kamera frei bewegen. So ist er wirklich nur für ihn positioniert. Ja, wie jetzt hier. Mach mal halblang. Oh je, ich glaube, die Steuerung ist leicht gewöhnungsbedürftig. Das würde ich dir aber doch gerne mal zugucken. Die kämpft schon wieder mit Maske, oder? Was sein? Ich habe dir die Kehle aufgeschlitzt. Was zum Kuckuck treibst du da? Ich bin zu doch nicht alt für diesen Scheiß. Zeitverschwendung, genug. Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Das Ausweichen ist alt. Na komm, komm, komm. Das wird kurz und schmerzhaft. Und jetzt per Rolle ausweichen. Okay, das geht mit Richtungstasten plus der Leertaste. Jetzt zu den Paraden.
Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Komm schon, komm näher. Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt, überlebe später. Aber was sie recht hat. Ich hab gehört, der Alte ist beim Unterrichten eingeschlafen. Jetzt sind sie schon am Lästern. Super. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ach, shit. Na komm, Wesi, noch einmal. So, junge Dame, zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Okay, wie benutze ich Tabulatur? Oi, okay, per Maus kann ich dieses Rad benutzen. Es wird ja von GameStar empfohlen, das mit Pad zu spielen, aber ich probiere es mal mit der Maus und Tastatur. Wähle das Quen-Zeichen mit Maustaste aus und aktivieren mit XK. Und mit Q auf das aktuelle. Hör auf zu prahlen, Geralt. Ja, das aktuelle Weg. Ciri, Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Schick. Quen-Zeichen schützt vor Schaden und bestimmten kritischen Effekten. Das muss ich mir mal im Kopf behalten. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Okay, Igni, Feuerzeichen. Gib ihm. Siehst du, ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Art, Geralt. Na los. Greift er mich an, der Kleine? Ich glaub's, geht los. Weg mit dir. Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Bringt alles aus dem... Zeit für Axi. Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Axi ist die Gedankenkontrolle oder Beeinflussung. Oh, Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Und magische Falle Irden. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Naja, so wirklich sehe ich das jetzt nicht, aber okay. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen. Wir haben Bomben. Ah, okay, das hier ist alles für die Sekundärwaffen. Ups, ja, die sind falsch. Und jetzt? Das waren die beiden, Eske und Lambert. Kräftig beschäftigt. Gegenseitig einfach nur parieren. Ah, schade. So, von hier aus soll ich jetzt... Ah. Das, was ich eben schon gemacht habe, mit Halten auf der mittleren Maustaste für geschickter Bombenwurf. Das Kampftutorial ist jetzt vorüber. Du kannst nach Belieben mit viel mehr weiter trainieren. Beende das Training, indem du das Schwert mit C wegsteckst. Okay. Gut. Das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Ja, komm, ich vermöbel dich jetzt noch ein bisschen, kleiner Vesemir. Ja, komm schon. Ui, das Schild hat ihn jetzt auch kurz zurückgestoßen, mein Hexer. Kann man auch mal sich behalten und weggesteckt. Keiner hat's gesehen. Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Zirp, zirp. Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Aber guck mal an, was sie geschafft hat. Was du? Das sieht nämlich leicht verbrannt aus. Es schneit. What the? Lese mir.
Wow. Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, schwacher Wolf. Nein. Fing ja gut an. Temerien, Straße nach Visima im Mai 1272. Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Ich habe von Kaer Morhen geträumt. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Dann haben wir mit Ciri geübt. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Ciri in meinen Träumen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Zeit zum Aufbruch. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Visima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Ein Einhorn, das wir mal als Bett benutzt. Ein Einhorn, das wir ein- oder zweimal benutzt haben. In bestimmten Situationen. Was jungen Leuten heutzutage so einfällt. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Gut. Ah, na schön. Monster. Das Leben auf dem Festland und auf Skellige ist hässlich, brutal und kurz. Der Krieg verwüstete das Land und die er verschont, leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die vor den Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über dem Kopf dargestellt. Ach so, der anzeigt, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen sollst. Okay. Nicht schlecht. Leichter Hinweis, aber nur leicht. Okay. Den übernimmt mal Wesen mir. Oh, da ist noch einer. Gott, das Kampfsystem ist aber deutlich gestiegen von der Geschwindigkeit her. Ich glaube, ich benutze mal ein bisschen. So, Feuerschaden.
Lass bloß die Pferde in Ruhe. Und schwerer Angriff und weg. Und... Wow! Also jetzt wird's, wird's gefährlich. Quen. Und Quen ist vorbei. Und... Eknee. Shit. Okay. Das Kampfsystem ist sehr schnell. Also im zweiten Teil war es noch deutlich langsamer. Okay. Erster Tod. Verzeihung. Gut, das kriegen wir hin. Ja, überspringen wir das. Das ist auch sehr nett gemacht. Wir können eigentlich alles überspringen, was wir da gesprochen haben. Allerdings wäre so ein Gesamtübersprung nicht schlecht, dass es direkt danach speichert. Haben wir die Gule noch platt? Das war. Ich habe. Er ist nicht. Nein. Es war. Es war. Wenn ich. Wir haben's. Okay, das ist echt viel Text, den wir hier wegskippen. Du hast nicht. Du. Ja, gut. Respekt. So, und auf zu den Monstern. Ich werde gleich das Quenzzeichen benutzen. Ist hier für ein. Oh, jetzt hat es natürlich das falsche Zeichen drin gehabt. Oder Igni. Was jetzt, du Stück Dreck? Ich will gegen die kämpfen wie gegen Humanoide mit Blocken. Das klappt aber nicht. Ah! Nein, das Kampfsystem ist. Tastatur echt ein bisschen gehärtig. Vielleicht geht's auf das. So, Quen, Schutzschild. Quen ist fast da. Quen aktiviert. Und gleich wieder verloren. Kacke da. So, erster Cooldown. Wir warten, bis Quen ready ist. Schon ist Viecher. Heilige Scheiße, ich will da nicht runterpurzeln. Ich glaube, das würde auch gehen. Naja, auf sie. Ganz bestimmt. Nicht ohne Zeichen. Wow. Also, wir können uns hier definitiv darauf einstellen, in der Schwierigkeitsstufe macht das Fun. Dauert aber 3 Trillionen Jahre. Und es ist schön blutig. Ah, nee, lieber das Zeichen behalten. Nein! Auf das letzte hat er mich noch gekriegt. Ich glaub's ja nicht. Okay. Dann probieren wir das mit den Ghoulen im nächsten Part nochmal. Es tut mir jetzt leid. Das ist schon eine nette Steuerung, muss man sagen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Sayonara!